Hallo liebe Brautpaare, heute dreht sich alles um den Eröffnungstanz und wie ihr den so richtig gut in Schwung bekommt und wie der funktioniert und was es da für Möglichkeiten gibt, das erzähle ich euch alles in diesem Video. Ja, hallo und zurück zu DJ Martin hilft Brautpaaren und heute dreht sich ja wie erwähnt alles um den Eröffnungstanz und da wollen wir gleich mal richtig reinstarten und zwar, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt für so einen Eröffnungstanz? Und da gibt es zwei Varianten. Einmal ist die Variante, dass ihr das nach dem Nachtisch macht, wenn alle Spiele rum sind, alle Programmpunkte weg sind und dann startet ihr. Oder ihr macht den ein bisschen früher und zwar vielleicht sogar schon ja, um 19 Uhr so ganz knapp nach dem Hauptmahl, sodass so richtig Schwung in die Feier kommt und dass danach dann der Nachtisch wieder gegessen wird und noch ein paar Spiele kommen. Ihr müsst euch ganz einfach überlegen, welche Gesellschaft habt ihr. Habt ihr Freunde, wo ihr wisst, die brennen aufs Tanzen, die haben so Bock darauf, die können sich kaum halten. Oder habt ihr vielleicht Leute, wo ihr wisst, wir wissen es vielleicht noch nicht so. Dann würde ich empfehlen, bereitet lieber vor, dass es so einen Hauptpunkt gibt, wo sich alle schon lange, die auf der Feier sind, auf diesen Moment freuen, dass die dann genau lostanzen können. Ja, zu einem richtig guten Eröffnungstanz gehört natürlich auch das richtige Lied. Da ist die Auswahl riesengroß. Überlegt euch, ob ihr was Schnelles tanzen wollt, was Langsames, was Standardtanz, Wiener Walzer, Disco Fox. Es ist so viele Möglichkeiten. Ich habe Paare auch, die ganz relaxed dran gehen, die schunkeln einfach nur so ein bisschen von links nach rechts. Ist auch schön, entspannt euch da. Ich habe euch so die 10 besten Lieder aus allen Genres hier oben mal verlinkt. Klickt mal drauf, vielleicht findet ihr da schon das richtige Lied für euch. Und versucht wirklich entspannt zu sein, seid nicht nervös, wenn das so ist, denkt immer dran, all eure Freunde sind da, es kann nichts passieren. Wenn ihr noch mehr irgendwie ein bisschen kribbelig seid, können wir auch, kann der DJ auch das Lied ein bisschen abkürzen, dass ihr das jetzt nicht 4 Minuten tanzt, sondern nur, keine Ahnung, 1,5 oder 2 Minuten. Einfach in den Modus gehen, wie ihr euch wohlfühlt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt kommen wir mal zu den Möglichkeiten, wie ihr den Eröffnungstanz durchführen könnt. Es gibt 4 Stück und wir starten mal mit der allerersten und der meines Erachtens beliebtesten und besten. Das ist die, dass alle Gäste sich in einem Kreis auf der Tanzfläche aufstellen. Brautpaar ist in der Mitte, startet den Eröffnungstanz. Und wenn dieser Song dann rum ist, können ganz einfach aufs zweite Lied, je nachdem, ob das nochmal was Langsames sein soll, wie eine Walzer oder ob wir dann schon richtig in die Party gehen, das entscheidet auch ein bisschen das Brautpaar, das liegt ein bisschen an den Gästen, dann können die halt alle direkt auf die Tanzfläche kommen und die Party startet am besten. Wie ich meine Partys auf meinen Hochzeiten starte. Oder ihr könnt natürlich auch so machen, dass ihr beiden einfach beginnt vorne, alle sitzen ganz entspannt. Auf einmal merken alle, oh, jetzt ist der Eröffnungstanz und ihr legt einfach los. Die Gäste kommen dann mit dazu. Oder auch könnt ihr machen, dass zum Beispiel jetzt der Bräutigam vorne wartet und die Braut läuft langsam ein oder umgekehrt. Und ihr habt ja vielleicht in eurem Lied dann so eine kleine Stelle, wo noch kein Gesang ist und dann kann man das wunderbar damit verbinden zum Beispiel. Ja, die 4. wahre Möglichkeit, wie ihr den Hochzeitstanz machen könnt, ist halt, dass ihr gar keinen macht. Das gibt es auch immer mal wieder, dass ja, ihr vielleicht sagt, ach nee, das ist nicht so unser Ding, wir sind nicht so die Tänzer. Uns wäre es lieber, wenn ihr so ganz langsam in die Party schlittert. Dazu gibt es auch mehrere Möglichkeiten, gibt es auch einiges zu beachten. Ein Tipp dazu ist schon mal, dass ihr euren Gästen das auch schon vorher ansagt, in eurer Ansage, wenn ihr die begrüßt. Na, so, hallo liebe Gäste, schön, dass ihr hier seid und wir möchten euch auch darauf aufmerksam machen. Wir werden keinen Eröffnungstanz machen. Es gibt eine ganz andere Möglichkeit, wie wir die Party starten. Dazu gibt es auch ein Video, das habe ich euch hier oben verlinkt, weil da müssen wir schon nochmal speziell eingehen, wie man das genau starten kann. Also dann hier oben draufklicken. Den Hochzeitstanz mal anders machen, ist eine Variante, die wirklich immer gut ankommt. Ich habe noch keine Party gehabt, wo einer gesagt hat, oh, das langweilt mich, das habe ich schon zu oft gesehen, weil jedes Brautpaar das individuell performt und das kommt wirklich immer geil an. Was ist das überhaupt? Das bedeutet, dass das Brautpaar mit einem langsamen Titel beginnt, dann gibt es 3, 4 schnelle Titel, darauf übt das Brautpaar eine coole Choreografie ein und dann startet praktisch ab dem letzten Titel dann wirklich die Party und alle kommen auf die Tanzfläche.
Oder aber der letzte Titel ist dann wieder ein langsames Lied. Also sie gehen vom schnellen Tanzen in einen langsamen Titel und dann läuft es aus und dann startet die Party. Wirklich immer sehr, sehr lang. Ja, jetzt stellt euch mal vor, es stehen alle Gäste auf der Tanzfläche. Ihr seid in der Mitte. Da gibt es noch eine Möglichkeit, wie ihr das so ein bisschen aufpeppt. Ja? Und da empfehle ich euch zum Beispiel, Wunderkerzen zu verteilen, zu lassen. Gibt es den Trauzeugen als Aufgabe mit auf den Weg. Und dann nehmen alle die Wunderkerzen hoch, geht von links nach rechts. Ist wirklich mega emotional, gerade auch wenn ihr einen langen Tanz habt, der 3-4 Minuten geht. Da kommt dann einfach nochmal so ein bisschen Emotion, Stimmung in den Gästen hoch, in euch auch. Ihr werdet euch wundern. Wenn Wunderkerzen nicht erlaubt sind, dann gibt es so LED-Leuchten, die ihr hochhalten könnt. Die sind auch richtig gut. Oder LED-Bänder. Ja, also da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Habe ich euch hier unten drunter auch nochmal verlinkt, wenn ihr da in der Richtung was braucht. Wenn ihr es gar nicht machen wollt oder nicht dürft, dann bitte sagt eurem DJ, dass der so ab der Hälfte des Hochzeitstanz oder schon kurz nach dem Beginn oder zum Refrain wirklich ansagen soll, dass die Gäste mal die Hände in die Luft nehmen, von links nach rechts. Ja, ihr werdet merken, wie viel Energie dann da in diesem Raum entsteht und wie viel Abwechslung dann auch noch mit in den Tanz kommt. Wirklich das mit einbauen, euren Trauzeugen Bescheid sagen, sonst dass die das nochmal mit ansagen und mitmachen, ist eine Variante, die ich auf jeden Fall mit einbauen würde, gerade wenn der Tanz länger ist, sodass da einfach ein bisschen mehr Energie noch fließt in dem Ganzen. Ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Ich konnte euch viele Gedanken in den Kopf werfen, sodass ihr euren Hochzeitstanz, diesen besonderen Moment an eurem Hochzeitsfeier, gut und richtig einbauen könnt, sodass ihr da das Maximum an Stimmung und Leistung mit rausholen könnt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es hier in die Kommentare. Wenn euch die Tipps gefallen haben, bitte, bitte gebt einen Daumen hoch, dass es mehrere Leute auch sehen können. Abonniert meinen Kanal. Und wenn ich noch was tun kann für euch, ich helfe euch sehr, sehr gerne weiter. Schreiben, melden. Auf jeden Fall einen mega Eröffnungstanz hinlegen, wo alles rundum passt. Also ihr Lieben, macht's gut. Bis bald zum nächsten Video. Euer DJ Martin.